Habt ihr Angst vor Geister? Wenn ja, dann seid ihr hier richtig, denn hier die Geister bestehen alle nur aus Spielzeuge, also keine Sorge. Sie sind nur possessed von Geistern, aber es sind nicht wirklich Geister. Also, nicht, dass ich es wüsste, aber okay, was geht mit der Kamera ab? Yippie! Okay, Mini-Mario, wir müssen ja aufpassen. Die wollen uns umbringen, die Geister! Die Fake-Geister, genau. So, Moment. Wir wollen da unten nämlich dran an das Geschenk. Das machen wir so ganz einfach. Du schaust es rüber, oder? Ja, perfekt. Wihi! Ja, wir können auch hier lang. Jetzt? Schafft er das? Oder stirbt er jetzt? Ne, das schafft er. Okay. Das war ein sehr, sehr leichtes Level. Dabei sind wir hier in den Plus-Welten. Also mehr oder weniger Post-Game, könnte man sagen. Ja, von daher. Keine Ahnung. Es wird aber sicherlich noch um einige schwerer. Wir hatten ja vor allem in der letzten Folge schon sehr viele schwere Level gespielt. Von daher, ja. Wir können uns auf einiges gefasst machen. Ja, apropos Geister, da ist schon der erste Buhu. Das sind ja so die Standardgeister aus dem Mario-Universum. Aber solange wir in seine Richtung gucken, verfolgt er uns nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Nur der Mini-Mario kann da lang. Okay. Dann überlege ich jetzt erstmal, wie ich da rankomme. Ich wusste gar nicht, dass die Boos eine eigene Kill-Animation haben. Das ist cool. Das hat was. Okay, da muss ich auf jeden Fall lang. Deshalb wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn ich ihn hier anlocke, den Buhu. Ah, dann kriegt er den Kleinen. Okay, das ist schwierig. Das Geschenk hier oben könnte mir irgendeinen Tipp geben, oder? Vielleicht ist das sogar schon ein Tipp. Also so oder so, da unten können wir nicht lang. Da kann nur der Kleine lang. Und den abstechen können wir auch nicht. Okay. Wie mache ich das denn, dass der da lang kann, ohne dass er direkt stirbt? Wegen dem Buh? Nee. Hä? Neue Idee. Vielleicht nur so weit anlocken wie nötig. Damit ich halt schnell hier durch kann. Ah, da kann hier mit hoch. Ach, schau mal einer an. Aber warte mal, das will ich doch gar nicht. Ach, ist auch nicht schlimm. Da ist ein Donutblock. Mit dem kann er runter. Sollten wir also direkt mal ausnutzen. Perfekt, komm mit. Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Boing, 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 boing. Jetzt den roten Schalter. Jetzt nochmal zurückgehen. Nein, 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 nicht da zurückgehen. Nein! Ah, oh, falsch. Nein, warte. Ah, wir können den Buhu hier nach oben anlocken. Das macht es natürlich viel, viel einfacher dann. Ja, okay, keine Ahnung, wie ich darauf nicht gekommen bin. Eigentlich sehr logisch. Aber gut. So, aber jetzt sollten wir es haben. Jetzt runterfallen lassen. Da darf er. Genau, perfekt, perfekt, perfekt. Und das war's. Das war's, ne? Ja. Okay. Ja, kleiner Fehler. Bin ich jetzt wieder mehrmals gestorben, weil ich nicht gecheckt habe, wie ich das vorhin geschafft habe, dass der Buhu genauso ist, wie ich ihn haben will. Aber macht's einfach wie ich. Wortwörtlich, macht's einfach, indem ihr einfach. Ich sag's so oft. Geht nach oben die Leiter hoch, stellt euch da hin, dreht euch um, dann ist er ganz weit oben, dann habt ihr genug Zeit. Okay. Das hinter uns gebracht. Machen wir weiter mit den kleinen Klötzchen. Die mag ich überhaupt nicht. Zumindest in diesem Spiel. Klar, bisher bin ich noch nicht mit denen gestorben. Aber was nicht war, könnte noch sein. Okay. Okay, warte. Wir wollen erstmal den Mini-Mario mitnehmen, weil sonst killt der Scheigeist den Mini-Mario. Das wollen wir nicht. So, das ist schon mal ganz gut. Ist da eingesperrt? Ah, beide sind eingesperrt jetzt. Okay, warte mal. Lass mich erstmal mit nach oben kommen. Und die Geschenke einsammeln wäre, glaube ich, mal nicht so schlecht. Warum sind alle drei Geschenke direkt nebenan? Hä? Das ist irgendwie seltsam. Okay, warte, was will ich denn jetzt machen? Ich will den Scheigeist. Hä? Was ist jetzt passiert? What? Ach, der Mini-Mario ist mir gefolgt. Ach, das ist passiert. Okay. Ja, ihr seht schon, da ist ein Block. Also er ist jetzt gerade ein Block. Und wir wollen ihn so machen, dass er kein Block mehr. Ach Gott. So, also ich glaube, es ist halt einfach besser, die Geschenke direkt am Anfang mitzunehmen. Da hat man es schon mal. So, und wir wollen jetzt, dass hier, wo ich gerade stehe, wo Mario steht, der Scheigeist ist.
glaube ich. Ich glaube schon, dass wir das genau so wollen. Was anderes könnte ich mir halt nicht vorstellen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das anstellen soll. Ich meine, ja toll, ich kann hier lang, aber hier ist halt nichts. Ich meine, ich kann den blauen Schalter aktivieren und hoffe, dass der Minimare keinen Blödsinn macht. So, dann jetzt den gelben Schalter, aber dann stirbt Mini Mario. Hm. Vielleicht reicht das schon? Von dort aus? Ne, das macht doch gar keinen Unterschied hier, oder? Von ihr schafft er den Sprung niemals. Ne, der springt ja noch nicht mal. Okay. Vielleicht wollen wir den Geist erstmal hier hinbringen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es einfacher wäre. Aber ich glaube, jetzt habe ich schon versaut, oder? Na, nee, habe ich nicht, Okay, gelber. Nein, was? Oh Gott, der kann da rüber springen. So, jetzt vielleicht den roten? Aber schaut mal. Jetzt kann ich den Mini-Mario erstmal hier hinten sichern. Oh, die Zeit geht mir aus. Auf jeden Fall, er ist jetzt gesichert. Wie eine Waffe? So? Und jetzt bringe ich den Typen mit nach drüben. So, und stehen bleiben. So, und das war's. Ja, das ist richtig so. Okay. Boah, war gar nicht mal so easy. Warte, wir sind noch gar nicht fertig. Ach so, meine Güte. Oh nein. Oh nein. Renn. Achso, man sollte eigentlich mit dem gelben Schalter nach unten. Ist auch egal. Okay. Ich habe alles selbst herausgefunden. Ich hatte schon nicht mehr hier stuck. I feel smarter now. Ein Level haben wir noch. Dann können wir DK wegscheuchen. Wortwörtlich. Deshalb streben wir uns hier an. Oh nein, das sieht jetzt schon so aus wie ein Level, wo ich sterben will. Okay, das war aus Versehen. Ich wollte halt frühzeitig rennen, damit der Mini-Mario mir auch folgt. Aber ich sehe da auch, dass der gute Kumpel dort anwesend ist. Hä? Was? Wo hat er mich getroffen? Ich hoffe wirklich, dass ich nicht Game Over gehe. Also klar gibt es gleich noch ein ja. Okay, so, beide aufwecken. Jetzt schnell rüber, warten. Rüber. Perfekt. So, was wollen wir mit dir machen, Kumpel? Du willst nicht beim Donnerblock runter. Noch ist der blaue Schalter nämlich nicht aktiviert. Okay, warte mal. Das ist easy. Hier, danke. Mach mal jetzt blau. Ja. Komm rüber. Komm hier hoch. Nein! Warte! Nein! Nein! Das war eine Falle! Ey, ohne Witz, ich gehe wirklich noch Game Over. Hier ist es wichtig, drüber zu springen, damit man sich selber aktiviert. Da bin ich jetzt vorhin auch wieder gestorben. Sonst bei den Toms die ganze Zeit, weil ich das auch nicht ganz gecheckt habe. Bro, du musst da runter. So, nein! So, Mini Mario, bitte mach keinen Blö. Dein Ernst? Ist das dein Ernst? Das kann ich nicht. Mein Gott, was ist daran so schwer? Ich habe nur noch 10 Leben. Das muss sich mal einer vorstellen. Oh. Alter, das könnt ihr nicht mit mir machen. Was ist denn mit euch los? Seht ihr, was wir machen müssen? Ich hoffe, ihr seht es. Das ist krank. Alter, wäre jetzt nochmal da links gesprungen, ich hätte ausgerastet. Ich habe nur noch 10 One-Ups. Ich brauche jetzt dringend mein One-Up-Minigame. Ich bin, wie gesagt, größtenteils bei den Toms gestorben die ganze Zeit. Weil das halt wirklich so knapp bemessen ist. Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. Manche Level so First Try, easy, ich hab's direkt begriffen. Und manche Level, da brauche ich dann meine Hälfte, die Hälfte meiner One-Ups und... Ich verstehe es nicht. Basically, ich verstehe es nicht.
Hoffentlich verstehe ich aber dieses Minigame, weil sonst habe ich wirklich gar keine One-Ups mehr und das wäre nicht so schön. Kann man sagen. Also, let's go! Here we go! Let's go! Yahoo! Yippie! Yahoo! Wie hab ich das nicht bekommen? Hey! Stehen bleiben! Überfall! Kohle her! Ha! Klappt immer. Ja, okay, das war ein sehr, sehr einfaches Minigame. Habe ich Glück gehabt. Aber es hätte viel, viel schlimmer enden können. Viel, viel schlimmer. So, aber jetzt wird es sehr, sehr schlimm für Donkey Kong enden. Der wird das nämlich wieder von einem Hochhaus fallen. Oh no. Hoffentlich nicht aus Luigi's Mansion 3. Aber das werden wir jetzt sehen. Warte, das war der Kampf. Okay, es ist der Kampf. Mhm. Ja, okay, perfekt. Ich werde direkt noch ganz knapp von diesem Geist getroffen. Alright, Game. Hab's verstanden. Oh, Mann! Ich will doch nur hier tricksen und ganz schnell abkürzen, aber ich darf nicht. Warte, ich kann es nochmal versuchen von der Richtung aus. Vielleicht geht das von hier aus besser, weil jetzt wird er ja selber zu einem Shy Guy. Ich kann zweimal treffen. Geil. Das war jetzt sehr nice. Nur der gelbe Shy Guy erwischt mich jetzt. Wie hat das nicht getroffen? Was zur Hölle? Frau Hölle, was zur Hölle? Komm, mach da. Zack. Komm, den blauen, mach den blauen, mach den blauen, mach den blauen. Nein, Leute, ich möchte das jetzt First Try direkt mit allen 6 Leben schaffen. Ich mach da keine halben Sachen oder sowas. Ich mach das alles sofort. So, das war gar nicht mal so schlecht, da zu warten. Alter. Oh, warte, ich lebe noch. Also, ich hab noch gar kein Leben verloren. Okay, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ich nehme ihn mit. Hier lang. Der ist jetzt gerade verwandelt worden. Perfekt. Okay. Okay, es war nicht schwer. Es war eigentlich... Warte, war überhaupt irgendwas anders zum Originalkampf? Also, es müsste ja... Also die Gegner müssten ja eigentlich viel, viel schneller gewesen sein als im Originalkampf, weil sonst war da doch gar kein Unterschied. Keine Ahnung. Pff, egal. So, Glitch-Gletscher Plus. Ja, das normale war schon schwer. Hier wird dann Plus sein. Ach, stimmt, jetzt haben wir hier wieder rutschen ganz viel. Oh no. Au, Backe. Ja, okay. Dann machen wir das mal. Aber wir werden wahrscheinlich nicht mehr die ganze Welt in der Folge schaffen. Aber vielleicht ja die Hälfte. Oder sogar mehr. Here we go! Ich glaube, da oben können wir nicht lang. Was hat der Shy Guy davor? Muss ich mich beeilen oder so? Da komme ich nicht lang. Warte, doch, wait. Schmeiß nach oben. Mach so. Dann boing. Perfekt. Das war ja nur fürs Geschenk. Aber gut, das kann ich noch selber bekommen. Ohne mit Mini Mario. Das probiere ich jetzt. Ja, das geht doch so. Okay, holen wir uns den Mini Mario ab. Hi, Kleiner. Na? Na, wie geht's? Du musst halt aufpassen. Das ist ein böser Bube. Der will dich umbringen. Ah, pass auf. Du musst hier rüber, du musst hier rüber, du musst rüber. Schnell, schnell, schnell. Was machst du? Bro, was machst du? Oh, muss ich da warten, bis der Shy Guy dort steht? Okay, das könnte doch ein bisschen anspruchsvoller werden als erwartet. By the way, glaube ich nicht, dass wir das gelbe Geschenk unbedingt so mit dem Trampolin holen müssen. Ich glaube, das ist sogar einfacher, wenn ich es einfach mit Mini Mario überlasse. Kann ich bitte. Okay. So, aufwecken. Rüber. Jetzt bitte nach links. Noch nicht ganz nach links. Oh, Alter! Was war das denn gerade? Chill, 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 chill. Okay, geh doch einfach nach links. Man kann hier hoch, man kann hier hoch, hallo. Renn, 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 renn. Renn!
Renn, Kleiner! Ah, oh, du bist so toll. Du hast es super geschafft. Bin ich ganz stolz auf dich. Da kriegst du gleich eine heiße Schokolade. Schön Kakao. Alles, was dein Herz begehrt. Nur, du musst jetzt hier hochkommen. Komm hoch. Und mach mir das Tor auf. Danke, Kleiner. Ja, Leute, so müsst ihr mit euren Mini-Marios umgehen. Sonst gehorchen sie nämlich nicht und rennen in irgendwelche Scheigei-Spielzeuge rein und machen dann Mama Mia. Und dann tragt ihr die Verantwortung für euer Kind. Das wollt ihr nicht, Freunde. Dann gibt's weniger Mini-Mario-Geld. Weniger Sales. Das macht Mario sad. Oh no. Wir haben übrigens gesehen, wir haben schon 100 Sterne. Ich glaube, es gibt irgendwas über 200. Also, keine Ahnung, wie viel über 200 kommen sollen. Ich kann gleich gerne nochmal nachschauen, wie viel es genau sind. Aber zumindest habe ich die Zahl noch vorhin nochmal gesehen. Sprengen. Du bist doch stuck. Das ist nicht schön für dich. Ah. Spring mal hier rüber. Nimm mit. Nett. Was ist da? Ist da was bei dir? Das ist ein Schalter. Den kannst du aber nicht aktivieren, ne? Okay, ich überlege gerade. Das Trampolin. Ich brauche bei mir aber einen Schalter. Ah, ich kann hier mitkommen. Schaut mal, ich kann hier mitkommen, aber da kann nur er lang. Das macht ja absolut keinen Sinn. Okay, ich soll wahrscheinlich einfach nur das Trampolin hier wegschaffen, ne? So. Zack, slide to the left. Slide to the right. Ich werde das jetzt aktivieren. Und wir sagen ihm, renn mal hier lang. Warum springt er jetzt runter? Nee, das war falsch. Okay, warte, das ist doch so ärgerlich, dass die Level alle so wenig Zeit haben, ne? Muss man generell, so wie ich Zeit habe für Level. Jetzt ist doof. Ah. Okay, wait. Das muss man irgendwie anders machen. Das ist wirklich nicht so einfach. Oh, wait, das klappt sogar so. Langsam, langsam. Sei ganz vorsichtig. Sei ganz vorsichtig. Pass auf, ja, pass auf. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ich hatte was ganz anderes vor, aber... Nehme ich mit. Nehme ich an. Das Geschenk nehme ich an. Vielen lieben Dank. Die neue P.O.-Box. Viel Spaß. Oh, yeah. Obwohl, Mario gefällt's. Ja, man kann ja auch bei den Nintendo Headquarters an deren Post Briefe schicken. Schreibst du rein. Ey, ich liebe Super Mario. Wenn du Glück hast, schicken die nach 6 Monaten einen Sticker-Sheet mit Mario zurück. Kann man ja mal machen. Wenn man drauf Bock hat. Okay, wir müssen direkt rennen. Das ist ein cooles Konzept. Ich mach dir hier auf. Komm rüber, komm rüber. Ich renne auch direkt weiter. Hier ist nämlich ein Geschenk, das ich mitnehmen muss. Mamma mia! Okay, das ist gar nicht mal so einfach. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Was mache ich? Was mache ich? Nein! Alter! Ey. Oh mein Gott! Haha! Das war ein cooles Level. Das hat mir gefallen. Das war mein Lieblings-Eis-Level jetzt. Das hat sehr große Spannung. Man hatte genug Zeit, auch wenn man ganz viele Fehler macht und Blödsinn macht wie ich. Und das Geilste, man kann am Ende alle vermöbeln. Weißt du auch nicht, wie das funktioniert? Doch, mal. So ein blaues Feuer kann man bestimmt schon mit einem Hammer für Möbel. Ich meine, dann geht das halt aus, das Feuer. Ne? Keine Luft mehr. Zack. Bumm. Aber ich glaube, Gefühle haben die nicht, oder? Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich über sowas nachdenke. Sorry, boys. Warte mal. Was mache ich hier eigentlich jetzt? Okay, ich muss auf jeden Fall hier erstmal rüber mit dem Mini. Was ist das für ein Level? Was? Der kann runter. Der Mini kann da runter und mir mein Geschenk mitnehmen. Okay. Aha. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gesquasht werde. Aber er wird gesquasht! Nein! Wie macht man das denn?
Okay, ich kann ihm auch hier schon direkt sagen, komm ins Ziel, wir hauen ab, aber wir wollen ja noch. Wir wollen ja noch das Geschenk da drüben haben. Und das kriegen wir nur, wenn ich ihn jetzt hier rein tue. Okay, ich überlege gerade. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen müssen. Ja, genau so, aber halt anderes Timing. Aber der Kleine hat schon verstanden. Wir sind uns einfach ganz schnell. Ah, unlucky. So was erneut. Ach Mann, so eng. Wie soll ich das machen? Hä? Warte mal. Der kann einfach da unten bleiben. Wieso mache ich mir den Ärger eigentlich? Nee, mal ohne Witz. Wozu mache ich mir den Ärger? Habe ich es komplett falsch verstanden die ganze Zeit? Okay, das war jetzt ein bisschen doof, aber er kann einfach stehen bleiben. Nee, kann er nicht. Muss da kurz weg. Jetzt kann er da rein. Jetzt wechseln wir es auf Rot. Gehen das Rote rein. Ich komme schnell nach. Das war's? Wieso mache ich es mir so schwer? Ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich muss ihn da so bringen, dass er von rechts nach links springt, dann in die gelbe Box ist, damit er dann den gelben Schatz nimmt und dann können wir da hinten wieder raus. Oder vielleicht müssen wir auch das Ganze zurück machen, aber nein, man kann einfach die Box austricksen, dass er nicht in die Box reingeht und dann hat man es auch geschafft. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich weiß, es wird weiterhin funktionieren, was auch immer wir hier machen beim Glitch Gletscher Plus zusammen mit Welt 7 Plus in der nächsten Folge. So, noch ganz kurz nachschauen, hier fürs Outro. Ah, doch, ich habe mich verguckt. 120, nicht 200. Aber warte mal, 120 ist doch die Anzahl an Sternen in Mario 64. Hm. Ja, okay, wir brauchen 8 mehr. Na gut.